Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Basisfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Die Seite kinozeit.de hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, ziehe ich viel mit rein. Links zum Artikel gibt es selbstverständlich in die Beschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch Band 3 geben könnt. Und noch andere Bänder, wie die ersten beiden von Exit Allstars, als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo hoffentlich mehr passieren wird als sonst. Ja. Wenn sich eine Internetseite wie Kinozeit mit Autismus beschäftigt, dann kann eigentlich nur Negatives dabei rauskommen. Und schon bei den Tags. Autismus und Krankheit. Leute, Autismus ist keine Krankheit. Das gilt auch für diese Kinozeit-Dullis. Meine Güte. Und dass da bisher keine Leserkommentare abgegeben wurden. Und das sieht danach so aus. Meine Güte. Da hätte ich echt Lust, meine Meinung hier zu schreiben. Ganz einfach. Naja. Und die trägt den Titel Klischee, Komik, Hochbegabung oder Autismus in Filmen und Serien. Ja. Und ich würde mal sagen, uns Autisten als Trolle hier darzustellen, das zeigt auch, meine Güte, dass ich recht habe, dass Autistenfeinde die eigentlichen Trolle sind und nicht wir. Ich könnte kotzen, wenn ich die mittlere Figur hier sehe, wie wir dargestellt werden. Kann man sich nicht ausdenken. Mary und Max soll der Film heißen, ne? Aber darauf werden wir auch eingehen müssen. Da ich kriege hier Theresa Wehner ist der Beitrag. Mal gucken, ob wir von ihr was finden. Theresa Wehner, geboren 1983, studierte Geschichte, Kunstgeschichte und spanische Philologie an der Universität Genf. Sie arbeitet seitdem als Kuratorin im Bereich bildende Künste und Film sowie als Filmkritikerin für verschiedene Online- und Printmedien. Gerade wie auch in diesem Artikel. Sie hat verschiedene Filmreihen und thematische Festivals ins Leben gerufen, wie Film, Doppelpunkt Schweiz, das älteren wie aktuellen Film aus der Schweiz in Deutschland eine Plattform bietet. Ihre Expertise und Interessenschwerpunkte liegen insbesondere auf dem Kino aus Asien, Lateinamerika und Europa. Ja. Und wenn man zum Thema Autismus was berichtet, Frau Wehner, dann würde ich mich eher informieren und nicht einfach so nach Klischee-Denken behaupten, dass Autismus eine Krankheit wäre. Nur so als kleine Hilfe am Rande von mir. Und fangen wir nicht lange drum rum, bevor ich noch ausraste oder einen Meltdown kriege, sagen wir es mal so. Los geht's. Anlässlich des Kinostarts des deutschen Dramas Zwischen uns, in dem ein autistischer Junge im Mittelpunkt steht, werfen wir einen Blick auf die Darstellung von Autismus in der jüngeren internationalen Film- und Serienproduktion. Ja. Und wenn ein Film uns als Trolle darstellt, dann würde ich diese Macher verklagen. Denn da, wo ich natürlich herkomme, haben Autistenhasser keinen guten Ruf. Bringen wir diese Mistkerle zur Strecke, wie Richter MC Holt es sagen würde. Weiter geht's. Er hat einen Ohrenschutz auf dem Kopf, übt anhand von aufgemalten Smileys menschliche Emotionen wie traurig, fröhlich und wütend zu erkennen und will auf seine Fragen immer sofort eine Antwort, sonst wird er ungeduldig. Du hast uns vergessen, Jungmann. Wer sind Sie jetzt auf einmal? Ich bin der MC Lukas. Ach so, der Staatsanwalt. Ach so, dann dürfte MC Holt auch nicht fehlen, oder? Ja, natürlich. Ich bin jetzt nicht umsonst der krasseste Richter aller Zeiten. Ich bin hier, um diese Meldung von Kinozeit mit dir zu überprüfen. Das ist schon gut, aber warum seid ihr beiden denn jetzt hier? Ja, wir wollen natürlich diese Autorin mal verklagen, ne? Wegen Beleidigung an Autisten. Eigentlich nicht direkt die Autorin selbst. Es geht ja darum, die Macher der Filme hier irgendwie ausfindig zu machen, die halt Autismus als Krankheit definieren und dass
wir schwer beleidigt werden aufgrund einer bestimmten Darstellung. Ach so. Naja, es gibt ja genug Beispiele. Die werden wir mit dir analysieren. Ja, und solange ich der MC Holt bin, wird auch jeder Verklagte Autismus als Krankheit definiert und Autisten als bösartige Lebewesen darstellt. Ich sehe das genauso. Da mache ich gerne mit. Also Leute, ihr wisst schon, wir haben jetzt 3 Leute, die mit mir reacten, und wir lesen weiter. Das sind nur einige der Verhaltensmuster, die Felix, der Protagonist von Max Veys Familiendrama zwischen uns, kennzeichnen. Das muss Asperger sein, darüber ist man sich bereits im Klaren, bevor es in der Geschichte offiziell bestätigt wird. Ja, das muss Asperger sein, das behaupten viele Eltern, die halt bei ihrem Kind halt bestimmte Verhaltensmuster bemerken. Weiter geht's. Dass man die Merkmale sofort einordnen kann, liegt daran, dass man ihnen im gesellschaftlichen Diskurs im vergangenen Jahren auffällig oft begegnet. Autismus ist eher ein junges Krankheitsbild und betrifft ungefähr 1% aller Menschen weltweit. Er hat verschiedene Formen, entwickelt sich im frühen Kindesalter, die Symptome und der Schweregrad variieren, weswegen man auch von einem Autismus-Spektrum spricht. Also zum einen hat sie zwar die Kurve gekriegt, weil sonst hätte sie auch Störungen ja mit drauf geschrieben. Und außerdem haben wir hier viele Fehler entdeckt. Und jetzt die Meinung von euch beiden. Ja, also ich muss sagen, dass sie echt auf Klischee hier anspielt, dass Autismus eine Krankheit wäre, ist sie aber gar nicht. Und Autismus ist ja nicht heilbar, deswegen ist es ja auch keine Krankheit. Ja, und jetzt hör mal zu, hier Frau Wehner, ja? Das Letzte, was wir brauchen, ist halt Klischee-Denken in unserer Gesellschaft. Und außerdem werde ich ein Ermittlungsverfahren gegen Sie einleiten, ja? Ja, Herr Staatsanwalt, jetzt wollen wir jemanden erstmal nicht übertreiben, ja? Und außerdem, jetzt mein Kommentar. Autismus ist keine Krankheit. Und es ist auch kein junges Krankheitsbild, weil Autisten gibt es schon seit mindestens 100 Jahren. Aber mindestens. Vielleicht hat es auch damals früher welche gegeben, aber konnten wir geschichtlich nun mal nicht hinterlegen, weil es ja keine Beweise gab. Oder beziehungsweise vernichtet wurden. Je nachdem. Und kommen nicht mit Formen bei mir an. Denn wenn wir eines brauchen, ist solche schlechte Wortspiele. Und komm auch nicht mit Symptomen. Da reage ich ganz allergisch drauf. Ja, und ich würde sagen, die Frau kriegt erstmal eine saftige Ordnungsstrafe in Höhe von 240 Euro. Und das wird sie dann an einen pro-Autismus-freundlichen Verein gespendet. Ja, da bin ich auch für. Na siehste. Damit sind wir doch alle glücklich. Aber es geht ja noch weiter. Die bekannteste Unterformen ist das Asperger-Syndrom, es ist aber im Verhältnis eine milde Einschränkung. Hey, milde Einschränkung, ja? Jetzt pass mal auf, Frau Wiener, ja? Ich bin hier nicht umsonst der Staatsanwalt und ein Ermittlungsverfahren wird auch gegen Sie. Ja, Herr Staatsanwalt, noch haben wir die Frau nicht verurteilt. Oder, MC Holt? Ja, die Beweise verdichten sich. Also, das spricht alles gegen Sie. Na denn. Und da würde ich mal im Spiegel anschauen. Dann sehen wir hier eine bekannte Unterform. Mensch, das war aber ein krasser Konter. Könntest du vielleicht das mal auf ein Blatt Papier für mich schreiben oder so? Könnte ich gern machen, MC Holt. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Auch wenn die Medizin bereits in den 30er und 40er Jahren darüber diskutierte, ins breitere öffentliche Bewusstsein ist Autismus viel später eingetreten. Noch länger dauerte es beim Asperger-Syndrom, das ungefähr 20% aller als autistisch eingestuften Menschen betrifft. Menschen mit Asperger sind in der Regel fähig, selbstständig zu leben und leiden nicht an einer reduzierten Intelligenzentwicklung wie andere Autisten. Erstens mal
Sie leiden nicht an ihrem Autismus, sondern an der Umgebung um sich herum. Und außerdem ist dieser Satz falsch. Es muss natürlich heißen, noch länger dauert es beim Asperger-Syndrom, das ungefähr 20% aller als autistisch eingestuften Menschen betrifft. Asperger-Autistinnen, ja, Gender ist richtig und wichtig, sind in der Regel fähig, selbstständig zu leben und leiden nicht an einer reduzierten Intelligenzentwicklung wie andere Autisten. Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Aber deshalb werde ich nur den zweiten Satz halt jetzt korrigieren, weil der Rest war ja richtig. Asperger-Autistinnen sind in der Regel fähig, selbstständig zu leben. Punkt. Weiter geht's. Seit ungefähr 1990 überschlägt sich die Forschung mit neuen Erkenntnissen und damit ist das Bedürfnis gewachsen, sich auch in der Populärkultur damit zu beschäftigen. Und wer es kommt, Raymond? Ja, wer es kommt, Raymond, Frau Wehner? Dann werden Sie natürlich verklagt, nicht wahr? Und da, wo ich herkomme, sind halt Autistenhasser nicht so beliebt. Und dann bringen wir sie zur Strecke. Ja, Mann. Das bin ich auch so. Und da bin ich auch der Meinung. Darf ich der Nebenkläger sein? Aber sicher. Denn ich bin nicht umsonst der krasseste Richter. Weiter geht's. In der jüngsten Entwicklung des Spiel- und Dokumentarfilms lässt sich eine regelrechte Faszination für diesen menschlichen Zustand feststellen. Menschlicher Zustand? Wie gerne würde ich diese Frau die Hände schütteln. Weiter geht's. Bevor du weitermachst, ja? Möchte MC Hall was sagen? Ja, genau. Die verdient einfach nur eine weitere saftige Ordnungsstrafe. Wenn wieder was kommt, ne? Weiter geht's. Anders als bei psychischen Krankheiten wie Schizophrenie oder bipolare Störung wird Autismus nie genutzt, um Betroffene als Gefahr für ihre Umwelt oder als Bösewichte zu zeichnen. Ach nee, und was hat es mit diesem Troll mit der Aufschrift SPs for Freedom auf sich? Also das muss ich mir genauer erklären. Ja, Mann. Und wehe, es ist wieder eine Falschaussage. Dann sorge ich dafür, dass sie unter Eid gerät. Ja, das ist ja auch Ihr gutes Recht, Herr Staatsanwalt. Ich lese da mal weiter, bevor es noch eskaliert. Und nochmal, Autismus ist keine psychische Krankheit. Weiter geht's. Sie sind entweder Opfer, exzentrische Außenseiter oder Menschen, die zu Helden mutieren, um sich damit einen Platz in der ihnen gegenüber sonst misstrauisch gestimmten oder abweisenden Gesellschaft zu erobern. Ist da irgendwie ein falsches Deutsche gerade in dem Satz? Schreibt es in die Kommentare, falls ich falsch oder richtig liege. Weiter geht's. In einzelnen Fällen dienen sie auch der allgemeinen Belustigung. Ja genau, deswegen habt ihr auch bei Mary und Max hier, ich glaube das war das, hier uns Autisten als übergewichtige Trolle abgebildet. Ja, und das ist halt nicht nur Belustigung, ja? Das ist zu milde ausgedrückt. Das ist vorsätzliche Autistenbeleidigung. Und dafür gibt es richtig harte Strafe, ey. Ja, Herr Staatsanwalt, bitte. Außerdem sind die Autisten doch bereichernd für die Gesellschaft, nicht wahr? Und außerdem sollte man Autisten fördern, sie stärken und dass sie alles erreichen können, selbst auch als krassester Richter. Oder auch als krasser Staatsanwalt, ja? So wie ich. Na denn, weiter geht's. Asperger-Syndrom. Meist konzentrieren sich Filmstoffe auf das Asperger-Syndrom. So wie etwa inzwischen uns. Felix trägt einen Kopfhörer, weil er besonders lärmempfindlich ist. Er kann die Emotionen der anderen oft nicht gut lesen. Deswegen braucht er eine visuelle Hilfe. Wird seine Routine gestört, neigt er zu jähzornigen Ausbrüchen, die sich in Geschrei oder auch in unkontrollierte Gewaltmanifestationen übersetzen. Das sind einige der Symptome, die dem echten Krankheitsbild entsprechen. Komm nicht mit Symptome an! Und Autismus ist keine Krankheit. Wie oft muss ich es noch sagen, Frau Wehner? Und damit ist nicht Herbert Wehner gemeint, so buchstabiert sich diese Frau Autorin nicht.
Ja, man spricht es nur so aus. Und ich verhänge jetzt eine weitere Ordnungsstrafe in Höhe 310 Euro, ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft. Weiter geht's. Danke, MC Holt. Felix hat zudem die Tendenz, sich in sich selbst zurückzuziehen. Ausdrücken kann er sich vor allem in seinen Zeichnungen. Tue ich ja bei Kanautismus ja auch nicht anders. Weiter geht's. Die Inselbegabung. Die Vorstellung, alle Autistinnen besäßen eine Inselbegabung, ist sehr beliebt, auch wenn es in der Realität nur auf einen kleinen Teil zutrifft. Das war schon der erste richtige Satz überhaupt, ne? Jo. Natürlich. Weiter geht's. Zu den berühmtesten fiktionalen Beispielen gehört die Sheldon-Figur in der Serie The Big Bang Theory, von 2007 bis 2019 produziert, und im Spin-off Young Sheldon seit 2017, die für die Physik hochbegabt ist. In der Krankenhausserie The Good Doctor seit 2017, einer US-amerikanischen Bearbeitung des südkoreanischen Originals von 2013, ist die Hauptfigur autistisch, aber ein Genie in Bezug auf Diagnostik und chirurgische Medizin. In der deutschen Serie Ella Schön, zuletzt kürzlich beendet, spielt Annette Frier eine autistische Anwältin. Die Kommissarin Saga Noreen hat in der schwedisch-dänischen Kriminalserie Die Brücke von 2011 bis 2018 produziert, insbesondere analytische Fähigkeiten. Und schon in einem der frühesten Filme, die sich mit dem Stoff beschäftigen, Rayman von 1988 von Barry Levinson, hat der Protagonist, gespielt von Dustin Hoffman, ein Talent für Zahlen. Er kann selbst die schwierigsten mathematischen Gleichungen im Kopf im Bruchteil von Sekunden lösen. Zudem hat er ein phänomenales Gedächtnis. Aber er ist savant. Und keineswegs Asperger oder sonst was. Er ist ein Savant. Deshalb Inselbegabung. Weiter geht's, komm. All diese Figuren bekommen innerhalb der erzählten Geschichte eine jeweilige Funktion. Sie machen sich nützlich. Ihre Begabung überwiegt ihre durch den Autismus verursachten Einschränkungen und rehabilitiert sie auf diese Weise. Ihre Macken, ihr anormales Verhalten, lässt sich dadurch gesellschaftlich besser aushalten. Diese Sichtweise ist ein Spiegel der Werte unserer leistungsorientierten Gesellschaften. Im Übrigen spricht man passend dazu auch von hochfunktionalen Autistinnen, wozu Träger des Asperger-Syndroms, aber auch andere Autistinnen gehören. Besser als einmal gendern ist doppeltes Gendern. Weiter geht's. Um es weniger kritisch zu sehen, fasziniert die Menschen das Genie-Phänomen an sich seit jeher. Hochbegabte und damit außergewöhnliche Menschen werden bewundert, manchmal beneidet, manchmal bemitleidet, aber auch auf jeden Fall gaben sie schon immer die besten Helden und Heldinnen ab. Ach, und da wird nicht gegendert, oder was? Mir reicht's jetzt. Frau Wehner, Sie kriegen jetzt eine weitere Ordnungsgeld von 350 Euro, beziehungsweise 4 Tage Ordnungshaft verhängt. Macht jetzt schon eine ganze Woche. Meine Güte, Sie machen sich ja noch strafbarer als die gesamten Gefängnissen in Deutschland. Ja, Mann. Also, das ist echt die Sauerei. Ja, geht gar nicht, ihr beiden. Das stimmt. Urteil können wir später fällen. Jetzt erstmal weiter. Autistische Kinder. Bei allen erwähnten Beispielen fällt auf, dass die autistischen Personen fast immer Erwachsene sind. Sie werden wegen ihres Verhaltens aber oft als solche von ihrem Umfeld nicht ernst genommen und wie Kinder behandelt. Die motorischen Macken, in der Regel ein trippelnder Gang, das Schiefhalten des Kopfes, das bemühte Vermeiden von Augenkontakt oder die Tendenz, mit den Armen zu wedeln, die fast jedem Protagonisten zugeordnet werden und meist auch dem realen Krankheitsbild entsprechen, unterstützen dieses Gefühl. Ihr merkt schon, es nervt langsam, oder? Autismus ist keine Krankheit. Wann lernen Sie das endlich, Frau Wehner? Weiter geht's. Der Junge aus Zwischen uns ist eine Ausnahme. Andere sind das Mädchen aus dem Autorenhorrorfilm The Innocents aus dem Jahr 2021, des Norwegers Eskil Vogt oder der junge Mann in der südkoreanischen Serie Move to Heaven von 2021. Sie alle haben auch eine besondere Begabung. Zwischen uns hebt sich von den anderen Werken insofern ab, als dass die Fähigkeit, gut zeichnen zu können, im Fall von Felix selbst weg ist.
Im Vergleich dazu hat Anna in The Innocence telekinetische Kräfte, die entscheidend für den Ausgang der Handlung sind. Goiru arbeitet in Move to Heaven als Tatortreiniger und schafft es durch seine besondere Assoziationsgabe und sein überdurchschnittlich gutes Gedächtnis im Nachlass der Menschen Hinweise zu finden, die auf ihr Leben schließen lassen. Er trägt dazu bei, dass unerfüllten Wünschen der Verstorbenen im Nachhinein doch noch entsprochen werden kann. Weiter geht's, komm. Eine Form von Autismus, wie sie in The Innocence dargestellt wird, ist sonst eher selten im Film zu sehen. Kommt nicht mit Form bei mir an. Da reagiere ich echt allergisch. Oder MC Holt verhängt noch ein weiteres Ordnungsgeld. Aber sicher. Weiter geht's. Natürlich passt es hier zur fantastischen und märchenhaft magischen Seite des Thrillers, dass die Protagonistin so undurchschaubar ist und sich nicht mitteilen kann. An sich ist aber diese schwere Variante der Kommunikationsfähigkeit und Sprachstörung wichtiger Bestandteil von Autismus. Es heißt nicht Variante, sondern Arten. Und kommt nicht mit schwer an. Wenn Sie das noch einmal verwenden, gibt es schon mal eine schwierige Ordnungsstrafe. Genau, und dann gibt es eine Beugehaft. In mindestens 6 Monate. Ja, Herr Staatsanwalt, ja? Noch haben wir ja das Urteil nicht gesprochen. Lesen wir weiter. Danke, MC Holt. In einigen Dokumentarfilmen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, bekommt man ein Bild davon. Eindrücklich zeigt es sich beispielsweise in Kommunion von 2016, der Polin Anna Zameka und nochmals gesteigert in Penelope, My Love von 2021, der Französin Claire Doyon. Gerade letzterer bricht mit eher etwas romantischen Vorstellungen, da man insgesamt durch die fiktive Bearbeitung des Stoffes über Autismus zu erliegen Gefahr läuft. Kommunikationsstörung. Recht realistisch ist die Sprach- und Kommunikationsstörung bei Autistinnen in Gilbert Grape von 1994 von Lasse Hellström thematisiert. Ja, Jenna ist richtig und wichtig. Der 17-jährige Arnie, gespielt von Leonardo DiCaprio, lacht viel, wiederholt Sätze und Wörter, äfft andere nach. Ähnlichkeit hat sein Verhalten mit der Tourette-Krankheit, die wissenschaftlich als eine der Nebenerscheinungen von Autismus gilt. Auch in Gilbert Grape handelt es sich aber insgesamt um eine relativ milde Form von Autismus. So, jetzt reicht's. Frau Wehner, Sie kriegen jetzt eine weitere Ordnungsgeld in Höhe von 400 Euro, beziehungsweise 4 Tage Ordnungshaft. Was stimmt denn nicht mit Ihnen? Sie sind schon für 11 Tage Haft angesetzt worden. Also, das geht ja mal gar nicht, ja? Über die gleichen Fehler zu wiederholen, das geht doch gar nicht. Ja, Herr Staatsanwalt, das weiß ich auch. Es ist einfach nur ekelhaft, was sich Autoren hier so rausposaunen, nur um sich als Superexperten darzustellen. Da gebe ich recht. Also, was ist denn mit Ihnen los, Frau Wehner? Ich verstehe es nicht so ganz. Weiter geht's. Motive wie Dinge zu wiederholen oder beispielsweise auch Redewendungen und Metaphern wörtlich zu nehmen, waren bereits in Rayman vorhanden. Hier werden sie schon fast als komisches Mittel genutzt. Auch die Direktheit und besonders die Ehrlichkeit, die Autistinnen im Film zugesprochen wird, sorgt oft für humoristische Szenen. Ja, also das geht ja mal gar nicht, ne? Einfach Autisten als Spielzeug zu missbrauchen. Ja, Mann, das geht ja gar nicht. Das sind auch Menschen. Ja, Herr Staatsanwalt, das glaube ich auch. Sie dürfen weiterlesen. Das ist beispielsweise in Snowcake von 2006 von Mark Evans so, wenn die Protagonistin, gespielt von Sigourney Weaver, ihrem Besuch unverblümt ins Gesicht sagt, dass ihn seine Brille unattraktiv mache oder die Torte der Nachbarin ungenießbar sei. Ähnlich verhält es sich im Bollywood-Film My Name is Khan von 2010 von Karan Johar, in dem Shah Rukh Khan als Kosmetikvertreter arbeiten muss und gesteht, dass die Produkte im Grunde unbrauchbar seien. Der titelgebende Khan ist ebenfalls explizit ein Träger des Asperger-Syndroms, während es bei Snowcake ungeklärt bleibt. Träger des Asperger-Syndroms? Jetzt geht's aber los hier. Ja, Mann, das ist ja echt ekelhaft, was man da über Autismus schlecht redet.
Lesen Sie weiter. Emotionen zeigen. Was die beiden Figuren gemeinsam haben, ist, dass sie von anderen als gefühlskalt wahrgenommen werden. Es ist bei weitem nicht so, dass Autistinnen im Allgemeinen keine Emotionen zeigen können. Vielen fällt es aber tatsächlich schwer. Oft weinen sie aber innerlich, wie es der Protagonist aus dem Animationsfilm Mary und Max von 2009 von Adam Elliott sagt. Ja. Aber wir als Trolle darzustellen ist natürlich sehr beleidigend und kommt auch nicht wirklich gut an. Weiter geht's. Der titelgebende Max hat Asperger. Hat Asperger, das klingt so, als ob er das gekauft hätte. Weiter geht's. Überhaupt ist der Film eine der eindrücklichsten und souveränsten künstlerischen Umsetzungen des Themas. Das schafft zwischen uns in Teilen auch. Doch ist der Film stellenweise arg sentimental und konzentriert sich viel mehr auf die Perspektive der Mutter des Jungen als auf den Jungen selbst. In Mary und Max also, an der Knetfiguren-Animation, in der Toni Collette die Stimme von Mary und Philip Seymour Hoffman, die von Max spricht, wird wenig beschönigt. Ja, wenig beschönigt vor allem, wie wir Autisten dargestellt werden in dem Film. Wir sehen da aus wie ein Troll. Oder ein Oger. Ja, also das geht ja mal gar nicht, ne? Also machen wir diesen Kerlen auswendig, die diese Animation gemacht haben. Würde ich auch sagen. Vor allem Adam Elliott sollte verhaftet werden. Ja, ich werde jetzt gegen Adam Elliott ein in die Verwege leiten. Und zwar... Und ich werde jetzt gegen Adam Elliott ein Ermittlungsverfahren einleiten, wegen vorsätzlicher Autistenbeleidigung und natürlich Propaganda. Weiter geht's. Danke. Max ist überempfindlich gegenüber Lärm, Gerüchen, Helligkeit. Er missversteht Fremdwörter, will alles immer ganz genau wissen, ist oft taktlos und unhöflich, was aber einfach nur ehrlich heißt. Die Figur ist außergewöhnlich differenziert gekennzeichnet. Ja, ist auch gekennzeichnet, ne? Also, schwarzer Humor brauchen wir auch gar nicht, ja? Weiter geht's. Zu den genannten Attributen kommt noch sein ausgesprochener Sinn für Ordnung, sein Bedürfnis nach strenger Routine und das Vorhandensein verschiedener Zwangs- und Angstneurosen. In dieser Weise gesammelt sind diese Eigenschaften bisher in keinem fiktionalen Charakter dargestellt worden. Tja, also... Dieser Film sollte verboten werden. Ganz einfach so. Ja, im Namen des Volkes geht folgendes Urteil. Der Film Mary und Max wird in Deutschland als auch im gesamten Königreich verboten. Naja, das endgültige Urteil kommt ja erst noch. Lassen wir weiterlesen. Weiter geht's. Angst und Zwangsneurosen. Üblich ist allerdings die Darstellung von Angst und Zwangsneurosen. Edda Schön in der gleichnamigen Serie muss die Dinge auf ihrem Schreibtisch präzise anordnen, genauso das Gemüse auf ihrer Brotscheibe. Khan im Bollywood-Film dreht durch, wenn er etwas Gelbes sieht. Beim jungen Chirurgen in The Good Doctor muss die Toilettenpapierrolle immer in die gleiche Richtung zeigen. Und bei Linda in Snowcake darf man nicht mit Straßenschuhen ins Haus treten. Hier zeigt sich eine andere Ausnahme. Weiblich autistische Protagonistinnen sind weit seltener als männliche. Das liegt vermutlich am alten, ledigen Thema, dass an sich Charakterrollen für Frauen weniger häufig sind als für Männer. Doch man sollte auch erwähnen, dass Autismus dreimal so häufig beim männlichen Geschlecht als beim weiblichen vorkommt. Habe ich ja in einem Video schon mal gesagt. Könnte sein, dass sich das bald ausgleichen wird. Früher oder später. Weiter geht's. Weniger die Angst, aber dafür umso mehr die Zwangsneurosen gehören zu den Motiven, die oft einen Stoff ins Komische ziehen. Sie sind sowieso auch außerhalb des Autismus-Themas ein beliebtes Mittel der Komödie oder Satire. Man denke zum Beispiel an die Figur des Privatdetektivs Monk in der gleichnamigen Serie. Oder auch an den Protagonisten in Die Eisbombe von 2008 von Oliver Jahn, der aus Angst vor Regen an Häuserfassaden entlang schleicht und dabei laut singen muss. Wenn ihr Verhalten also eher belächelt wird, so sieht man doch oft bewundert auf die Hartnäckigkeit, die vielen Autistinnen im Film zugesprochen wird. Ja, gendern ist richtig wichtig. Diese Hartnäckigkeit zeigt Cho Won, der sich im südkoreanischen Film Marathon von 2005 von Jeong Yong-Cheol in den Kopf setzt.
an einem Marathon teilnehmen zu wollen und dafür trainiert. Und die Figur des Jarrod in Eagle vs. Shark von 2007, dem Coming-of-Age-Meisterwerk von Taika Waititi, der versessen trainiert, um an dem Mann Rache zu nehmen, der ihn einst in der Schule drangsaliert hat. Jarrod ist in der Geschichte nicht ausdrücklich als autistisch bezeichnet, doch könnte man ihn dafür halten. Vielleicht ist er einfach nur anders, ungehobelt zwar, wenn man unsere gängigen Maßstäbe ansetzt, aber auch äußerst wohltuend ehrlich. Ja, scheint so, als wäre dieser Artikel zu Ende. Was soll ich dazu sagen, Leute? Bevor MC Holt das Machtwort spricht, will ich erstmal sagen, dass mir dieser Artikel so beleidigend vorkam und vor allen Dingen, ich weiß nicht, es ist einfach nur beleidigend, dass Autismus als Krankheit definiert wurde und dass die Autorin des Artikels immer wieder Fehler macht. Und jetzt darf ich den Staatsanwalt Lukas um den Plädoyer bitten. Hohes Gericht, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, diese Autorin ist wirklich klischeebehaftet und soll wirklich viel über Autismus noch lernen. Aber dass sie bisher noch nie bei keinem Autismus in Erscheinung getreten ist, würde ich sagen, 3 Jahre auf Bewährung, damit sie das endlich kapiert. Dankeschön. So. Und jetzt MC Holt? Ja genau, jetzt werde ich hier mein Urteil jetzt verkünden. Und was sagt Martin dazu? Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen mit einem weiteren Video wieder. Und jetzt wird Richter MC Holt das Urteil verkünden. Danke. Und ich würde mal sagen, ciao Leute. Alles klar. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte Theresa Wehner ist schuldig wegen vorsätzlicher Autistenbeleidigung und klischeehaften Verhaltens zu je 3 Jahren mit Bewährung verurteilt. Die Kosten des Verfahrens trägt die Angeklagte. Nehmen Sie Ihren Platz. Ja, Frau Wehner, ich würde mal sagen, Sie haben sich bei den Autistinnen sehr unbeliebt gemacht. Ja, Gendern ist richtig und wichtig. Deshalb würde ich mal sagen, Sie haben echt viel zum Thema Autismus noch zu lernen. Und ich kann nur sagen, schämen Sie sich. Und bevor Sie das nächste Mal über Autismus schreiben, dann einfach besser informieren. Mehr habe ich nichts hinzuzufügen und damit ist die Hauptverhandlung geschlossen.